Ja, wenn man dann soweit ist, kann man auch Klimmzüge mit etwas Schwung machen, so dass man besser hochkommt. Ohne Schwung ist natürlich am wirksamsten und wir werden sehen, dass der Latissimus, das ist der, der den breiten Rücken macht, dass der dabei am meisten zu tun hat. Das heißt, der Arm wird an den Körper herangezogen durch den Latissimus. Wir werden auch sehen, dass der Bizeps etwas zu tun hat, also wirklich wirksam zu tun hat. Und natürlich unsere Unterarme, die letzten Endes unsere Hände betätigen, sodass wir uns richtig festhalten können. Ansonsten, naja, erstmal gucken. Mal sehen, ob ich den dann anhalten kann, den Part. So, jetzt ruhig ein kleines bisschen Schwung nehmen, wenn man das nicht schafft. Ja, so einen leichten Schwung und aus diesem leichten Schwung heraus kann man sie hochziehen. Mal sehen, ob ich das anhalten kann an der entsprechenden Stelle. Hier sieht man es, ne? Der Bizeps hat viel zu tun. Hier die Unterarme haben viel zu tun. Mal sehen, ob ich das richtige Bild noch erwische. Na, ja, hier sieht man auch der Bizeps. Jetzt sieht man den Latissimus nicht so gut, aber jetzt vielleicht hier Bizeps gut zu sehen. Hier die Unterarme, die haben mächtig zu tun. Die trainiert man dabei auch gleich mit. Und jetzt so ein bisschen sieht man den Latissimus. Hier, jetzt ist der Arm praktisch an den Körper herangezogen. Je breiter ich greife hier oben, umso schwieriger wird die Übung. Hier habe ich allerdings nur so ein dünnes Reck, ich mache das sonst auch gerne viel breiter. So, und hier sieht man wieder beim Herunterlassen auch, dass die Unterarme zu tun haben, der Bizeps zu tun hat. Übrigens der Trizeps gar nichts, ne? Der streckt den Arm ja aktiv und hier will ich ja den Arm krümmen. Aber der Latissimus, naja gut. So, lassen wir das noch bis zu innen laufen, mal sehen, ob das klappt. Ja, klappt. Also, mit dem leichten Schwung kann ich mich dann entsprechend emporziehen.